Hallo liebe Leute, Hallo. wir haben jetzt einen super spannenden Unterricht. Wir möchten zuerst diese Figur hier lernen, wo wir eine Art von Quadrat auf dem Boden zeichnen werden. Und danach wir werden alle Figuren, die wir bisher gelernt haben, wir werden sie miteinander kombinieren. Okay. Eine kleine Übung zuerst. Wir werden den Grundschritt zusammen machen. Ihr könnt euch erstellen in die Richtung. Und dann haben wir mit dem linken Fuß nach hinten, starten wir den Grundschritt. Hinten, param, pan, vorne. Wenn wir die Schritte zählen, wir haben 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und ich möchte, dass wir bei 2 unsere Oberkörper immer nach links drehen. Es wird so aussehen. 1, 2, 3 und wir kommen zurück. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Der zweite Schritt, das wird der Schritt sein, mit dem wir die Richtung verändern. Okay? Wenn ich jetzt in dem Flow von dem Grundschritt bin und ich gehe mit dem linken Fuß nach hinten und mit dem rechten Fuß nach vorne. Wir werden das so machen, dass wir nach hinten starten, 1, bei 2, wir gehen auch nach hinten, aber wir müssen den Oberkörper nach links drehen. Und wir machen den nächsten Schritt in eine neue Linie. Wir werden uns vorstellen, wir haben ein Quadrat und dann wir haben die erste Linie, wo wir den Grundschritt machen. 1, 2 und wir wechseln die Linie. Von hier der Grundschritt würde nach vorne gehen, wir werden nach vorne gehen und bei 2 wir drehen weiter nach links. Also wir haben den nächsten Schritt nach vorne und weiter drehen und der nächste Schritt auf die neue Linie. Dann kommt der Grundschritt nach hinten, wir machen genau das gleiche. Wir haben nach hinten und Oberkörper nach links und wir gehen nach vorne, Oberkörper nach links und wir gehen nach hinten. Mit dem Timing sieht es so aus. Slow, slow. Quick, slow, slow, quick, slow, slow, quick, slow, slow, quick. Diese Schritte werden die gleiche sein für Leader und für Follower. Wir werden das jetzt zusammen tanzen. Ihr könnt die gleiche Position haben, die wir normalerweise haben. Ein kleiner Tipp ist, wenn wir Schritte zusammen machen, es ist sehr vorteilhaft, wenn die Person, die nach hinten geht, geht einen etwas längeren Schritt. Also wenn wir zum Beispiel den Grundschritt machen, ich gehe jetzt mit etwas gestreckteren Beinen und jetzt sie wird das machen. Ja? Das ist einfach so, damit wir mehr Platz haben für unsere Schritte. Ja? Die Person, die nach hinten geht, versucht ein bisschen mehr Platz zu schaffen für die Person, die nach vorne geht. Okay. Und dann zusammen würde es so sein, wir hätten den ersten Schritt und bei dem zweiten Schritt, ich würde sie nach hinten gehen lassen, nach vorne gehen lassen und ich drehe meinen Oberkörper aber nach links. So, durch meinen Footwork und durch meinen Oberkörper, ich mache das auch, sie dreht und jetzt gleich, ich bin nach vorne und sie ist nach hinten. Wir haben zusammen die Linie von dem Quadrat gewechselt und dann, wir machen jetzt die Schritte sehr klein, weil wir sind sehr nah an die Wand. Wir haben este Schritt nach vorne, die Lieder mit dem rechten Fuß, die Folge nach hinten mit links, 1, 2 nach vorne ein bisschen drehen und dann nach hinten. Und das wiederholen wir in einer Schleife. Wir haben nach hinten und drehen, nach vorne, drehen, nach hinten. Slow, slow, quick, slow, slow, quick, slow, slow, quick, slow, slow, quick, slow. Wenn ihr das ein bisschen übt und ihr das Gefühl habt, das sitzt, wir können mit den anderen Figuren kombinieren. Stell euch vor, wir haben den Grundschritt. Ich mache das wieder nochmal in die andere Richtung. Stell euch vor, wir machen den Grundschritt und wir haben Grundschritt nach hinten, tarantan, Grundschritt nach vorne. Ich starte zum Beispiel mit dem Quadrat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wenn der Follower jetzt nach vorne geht, wir konnten Virginia tanzen und wir machen Virginia. 2, 3. Gegenüber. 2, 3. Und wir können weiter mit dem Quadrat machen. 1, 2, 3, 1. Der Follower geht nach vorne, dann wir konnten Virginia tanzen. 1, 2, 3. Nochmal gegenüber.
das alles auf der gleichen Linie und dann wir machen weiter mit dem Quadrat und wir wechseln die Linie. Eins, zwei, drei. Jetzt der Follower würde nach hinten gehen, wenn ich nach vorne gehe. Und wir wissen, wenn der Follower nach hinten geht, wir können auch die Drehung führen. Die Drehung, diese Drehung hier. Eins, zwei, drei und dann die Drehung. Deswegen wir konnten zum Beispiel. Eins, zwei, drei und jetzt hier anfangen schon bei drei die Drehung zu führen. Wir führen die Drehung, wir holen unsere Partnerin ab, wir machen wieder den Grundschritt nach hinten und bei nach vorne gehen, wir machen weiter mit dem Quadrat. Taran, tan, nach hinten, taran. Und jetzt der Follower sollte nach hinten gehen, wir haben die drei, ich kann sie wieder drehen. Drehen, ich hole sie ab und ich gehe den Grundschritt nach hinten. Und dann weiter mit dem Quadrat. Ja? Auf diese Art und Weise, ihr könnt ausprobieren, Quadrat zu machen und jedes Mal, dass der Follower nach hinten nach vorne geht, Follower macht wieder die Linie, den lateralen Schritt, und wenn der Follower nach hinten geht, wir machen die Drehung. Mm-hmm. Only a couple of tips for the followers. Mm-hmm. Yeah, in this video, when we are going to the square, for the followers, I always trying to keep my shoulders parallel to the shoulders of my partner. Yeah, so when we are doing, we have this, we said in Virginia lesson, my upper body always searching for the upper body of my partner. Mm-hmm. We are staying parallel, and I'm turning together with my partner. Und so resulta hablar en medio de venir parallel zueinander. Yes. Ja. Also das konnte man auch führen irgendwie ohne Kontakt, dass man nach hinten geht, machen wir. Wir haben jetzt super Kräfte, okay. Wir machen den Grundschritt und allein durch die Bewegung von meinem Oberkörper, ich kann ein bisschen Platz hier schaffen, ich gehe nach vorne, ich kann Platz schaffen, ja. Wir haben das nicht so viel in Zug, dass wir ohne Kontakt tanzen, aber in Lambada haben wir ganz, ganz viel und es macht sehr viel Spaß. Das ist alles? Das ist alles. Das ist alles, okay. Dankeschön und wir sehen uns in dem nächsten Video. Ciao, ciao. Ciao.